Spezialgrill, der mit Holzkohle funktioniert, der sehr, sehr effektiv sein soll und den man auch benutzen darf, wo offenes Feuer verboten ist, weil der Grill ist kein offenes Feuer. Und am Wochenende werden wir dieses Teil mal testen. Die 4AA-Batterien rein, weil hier steckt das Gebläse. Wenn ich viel grille, komme ich locker ein Jahr damit aus, sprich 130 Grillstunden. Ganz neu haben wir natürlich jetzt auch ein USB-Kabel. Jetzt kann ich ihn statt den Batterien auch an die Steckdose oder an die Powerbank hängen. Entweder oder. Wenn ich den Grill jetzt einschalte und wir fühlen jetzt mal mit der Hand in die Mitte rein, da merken wir, wie es pustet, wie es bläst. Das ist der Föhn, der Blasebalg, wo wir früher mit dem Karton am Grill standen und haben gewedelt. Das macht er nämlich jetzt selber. Dann haben wir noch eine Edelstahl-Fettkanne. Kein Mensch macht hinterher gerne einen Grill sauber. Die können Sie, so wie sie ist, ab in die Spülmaschine, sind Sie unterwegs. Akkupatz, Glitzeschwamm, Edelstahl, rups, gereinigt. Und jetzt kommt das wichtigste Teil, das ist der Brennteller. Und den Brennteller setzen wir hier in die Mitte rein. Weil Sie müssen ja die Holzkohle anzünden. Auf dem Brennteller gebe ich jetzt einen kleinen Kringel rundherum von der Brennpaste. Bioethanol, das ist gebundener Alkohol, geruchs- und geschmacksneutral. Das kennen wir auch vom Racket oder von Büch, gibt es in jedem Baumarkt zum Nachkaufen. Vorher habe ich hier schon die Holzkohle eingefüllt, 130 bis 150 Gramm. Bitte keine Eierkohlen und keine Briketts verwenden, weil die brauchen zu lange. Wir nehmen immer Buchenholzkohle. Buche hat einen guten Geschmack und eine gute Hitzeleistung. Behälter voll machen, Deckel drauf, Gebläse auf volle Leistung. Zünde jetzt einmal die Brennpaste unten an und jetzt sehen wir lauter kleine Löcher. Und das setzen wir jetzt unmittelbar einfach hier drauf. Und dann hören wir schon nach 6-7 Sekunden, das ist wie beim Kamin, der Luftzug, der Funke ist übergegangen, Holzkohle ist an. Jetzt nur noch den Rost aufsetzen, machen uns einmal links, einmal rechts die Sicherung zu. Schauen dann auf die Uhr und in 3 Minuten können wir loslegen. Und dann ist es egal, wo wir sind. Es kann stürmen, der kann umkippen. Wir haben keinen Funkenflug, wir können nichts abfackeln. Camping, Balkon, Terrasse, See, Jägerhochstand, mit dem darf ich überall. Jetzt komme ich mit einer Holzkohlefüllung circa eine Dreiviertelstunde, Stunde damit aus.